richtige Viecher. Wenn ich so ausschaue, dann krieg ich richtig Kotzreiz. Extremst, hä? Jetzt ringt's schon wieder. Ey, ich hasse das wieder. Was ist das für ein Scheiß? Schwarzkäferlarven. Oh, ja. Die mag ich auch nicht. Oh ja, genau. Mhm, genau, Tina. Einiges besser wie gestern. Sehr gut, das freut mich. Mama, ich muss los. Wie, du musst los? Ich hab doch, du bist arbeitslos. Ich bin 24. Ich habe heute schon 2 Katzen gestreichelt. Katzen gestreichelt? Was für Katzen? Ich hätte so gern wieder griechische Schildkröte. Okay. Griechische Schildkröte. Was ist so anders vor einer normalen Schildkröte? Grillen tue ich auch gerne. Ja, schon klar. Shit, voll unnötig. Wieder nicht rausgehen mit dem Clown. Ja, ich weiß, was du meinst. Mich fuckt das schon wieder so an. Ich glaube, gestern am Abend ist nur kurz schön geworden. Also die Sonne ist noch rausgekommen. Aber ja. Ich mag das wieder nicht mehr. Verzweifle schon so. Kühlschrank versteckt. Oh Gott, ganze Nacht lärm. Tina, am Anfang ist mir ja auch so ein Heimchen ausgekommen. Die hat sie, weiß ich nicht, irgendwie in die Mikrowelle hat sie sich eine, keine Ahnung, irgendwo war auch so ein Loch in der Mikrowelle und du warst halt irgendwie drinnen, also so, dass du nicht hinkommst. Und ich habe mir echt gedacht, fuck, was ist das für ein Scheißviech? Guten Morgen, Hallöchen, flauschige Katzen. Ah, interessant. Bei uns grau in grau das Wetter. Oh ja. Bläh. Na, sicher nichts mit Nudeln. Kann ich verzichten. Die Kinder wollen so Wurstknödeln und ich mach mir Spargel. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Lust auf Wurstknödeln. Wir haben ein Chamäleon und das hat ein Heimchen gegessen. Ich hab's. Was? Ich hasse die Dinger. Oh ja, ich fühle, liebe Jana, ich fühl's. Wir haben Sonne und 8 Grad. Hä? Das kannst du ruhig zu uns schicken. Ich hab halt frei, ja, genau. Ist eine Landschildkröte. Ah, okay. Ich glaube, jetzt gibt es länger keine Nudeln, oder? Mhm, du sagst das. Also zumindest Suppennudeln, okay. Aber die anderen Nudeln, mhm. Typische Hamburger Schmuddelwetter. Ah, okay. Schmuddelwetter. Vanessa möchte lieber was. Es ist schon wieder sehr sass. Musst du nicht arbeiten, Martin? Bei uns am Abend gibt es halt auch Wurstknödel. Sehr gut, sehr gut. Ja, wird wahrscheinlich auch so sein, dass mein Freund heute am Abend Wurstknödel kriegt. Oh, kann ich mal reden. Oh, leid, jetzt willst du das auch noch mit den Nudeln wissen. Also am Samstag, von Freitag auf Samstag, ist mir ja voll schlecht gegangen. Weil ich. Schon wissen. Und ich habe ja davor Nudeln gegessen. Also Nudeln mit Bolognese. Mhm. Das hat mich irgendwie voll verdaut. Echt jetzt. Also ich esse schon fast. Also. Ja, fast seit einer Woche keine Nudeln nicht mehr. Boah, das ist eigentlich voll Rekord bei mir. Also was heißt Nudeln? Klar, Suppennudeln geht nun. Aber mehr auch nicht. Witzig zum Wetter wäre noch zu erwähnen, dass du eigentlich 90% Wahrscheinlichkeit für Regen. Was? Heavy unfair. Was? Aber dachte, das Leben mit Zwillingen ist schwieriger? Also jeden Vormittag, ich weiß ja nicht, wo du jetzt die letzten Tage warst, aber da war ich vormittags nicht live, weil ich arbeiten muss und die Kinder auch krank sind. Und ich weiß nicht, was das für eine blöde Unterstellung ist. Nur dazu, Vormittag
ist nicht gleich der ganze Tag, meine Liebe. Hallo, liebe Selina. So, jetzt kenne ich mich aus, danke. Okay, passt. Was? Vielleicht in den Umständen? Was meinst du damit? Ach, Zwillinge sind doch easy, die spielen immer schön. Nein, ich finde das immer so lustig, wenn Leute reinkommen. Du bist schon jeden Vormittag live. Ich weiß nicht, die Leute passen halt einfach nicht auf. Sie kommen halt zufälligerweise jedes Mal in mein Live rein, wo ich halt einfach live bin, ist eh klar, wenn ich live bin. Dann bin ich halt live. Aber dass ich jeden Vormittag live bin, das ist ein totaler Quatsch, weil ich gehe ja arbeiten auch. Ich mag zwar öfters mal am Abend auch live sein, aber Leute, das ist doch nicht der ganze Tag. Da passiert nur so viel. Und ich habe Freunde und ich treffe mich auch mit Freunden. Ich weiß auch nicht, was dein Problem ist. Kami oder wie du heißt. Und es lag, man mag es dann lange nicht essen, was man davor hatte. Ja, es ist wirklich so. Na, bist wahnsinnig, die mache ich nicht. Aber heißt schwanger. Na, wie gesagt, werde sicher nicht in nächster Zeit schwanger. Das kann ich garantieren. Du kriegst mal einen richtigen Kick aus meinem Chat, Alex. Komischer Dude. Zeit in deinem Live zu sehen. Ah, sehr gut, alles gut. Selbst wenn es 24-7 live bist, geht kein was auch, ja eben. Aber ich finde es trotzdem schwachsinnig, wenn da Leute irgendwas unterstellen, was eigentlich gar nicht so ist. Da hast du allerdings recht, Lisa. Beim Spar, ich hab's vom Hofer. Ah, das will ich auch noch dazu sagen. Ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen. Aber damit ihr es mal kapiert, am Wochenende, wie ihr es schon bemerkt habt, bin ich eigentlich gar nicht mehr live, oder? Von wegen, ob ich kein Leben habe. So, jetzt rechtfertigen, Ende. ich kaufe am liebsten beim Hofer, eindeutig. Oh, Simon ist wieder back. Extra gefragt, weil es gibt ja wieder auch die, was sagen, hä, hey, wieso kaufst du das? Ist ja voll, wieso leicht? Was, Jasmin? Was meinst du leicht? Lass die Leute reden. Recht hast. Hallöchen. Oh, hallo. Moin, moin. Keine Zeit, Petze. Ja, warum gestern in meinem Live eine, wenn du keine Zeit hast? Songs, weil was? Wirklich, wer sagt das? Das hat irgendwie noch nie wer zu mir gesagt. Die haben ganze Zeit für sowas. Ich glaube, also solche Wurstknädeln selber machen, ist, glaube ich, auch viel Arbeit. Kannst du mich jetzt wieder lesen? Ja, liebe Michelle, was war leicht los? Was war leicht los? Muss dann eh wieder raus, muss duschen gehen und so weiter. Muss dann zum Arzt. Ah, okay. Ah ja, wegen dem okay, Krankenstand ist schon klar. Na gut, meine liebe Nathalie. Jetzt mal wieder was machen, was du nicht kennst. Arbeiten. Stimmt. Ha. Hallöchen. Die früher habe ich selber gemacht. Arschlocharbeit ist das. Ja, das denke ich mir ja. Also, sorry.